Jo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Online und wir reden nicht, wir gehen in den Traum rein und schauen uns das mal genauer an. Es ist ziemlich komisch, euch als mich zu sehen. Mutter, bitte, du musst die Medizin nehmen. Resaljul kann dir helfen. Oh, meine liebe Tochter, so kann das nicht weitergehen. Ich möchte meine letzten Tage nicht als Versuchsobjekt verbringen. Lass mich stattdessen bei denen sein, die ich liebe. Auch im Nachhinein ist es noch schwierig, sich das anzusehen. Ihr Schmerz, wie sie gelitten hat. Sie war so tapfer. Es muss doch noch etwas anderes geben, was wir tun können. Kann ich einen Augenblick mit euch sprechen, Verandis? Natürlich. Leila hat nicht viel Zeit. Das weiß ich. Sie weiß es. Sie versucht so stark zu sein, aber ich habe geschworen, dass ich das nie von euch verlangen würde. Es steht gegen alles, woran ich glaube. Aber verdammt, sie ist meine Frau. Ich will sie nicht verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ihr habt einen Eid geschworen. Niemand sollte solche Dinge durchleiden müssen, wie jene, die ihr aufgrund eures Wesens durchmachen musstet. Aber ihr lebt. Das ist mehr, als meine Frau von sich sagen kann, wenn ihr ihr nicht helft. Ihr könnt diese Entscheidung nicht für sie treffen. Noch kann ich das. Aber ihr könnt ihr eine zweite Chance geben. Ich weiß, dass sie euch am Herzen liegt. Ihr könnt nicht einfach dastehen und zuschauen, wie sie stirbt. Es gibt keinen anderen Weg. Boah, ich weiß nicht, warum ich meine Zeit mit euch verschwende. Manchmal seid ihr ein solch herzloses Monster, wie es euch so viele nachsagen. Tja. Vielleicht hätte ich Baron Montclairs Wunsch befolgen sollen, Leila mein Geschenk zu geben. Vielleicht hätte dieser Krieg dann nie begonnen. Wir wären noch Freunde. In Kluftspitze gäbe es Frieden. Aber jetzt spielt es keine Rolle mehr. Was geschehen ist, ist geschehen. Nein, ich erinnere mich an all das, als ob es gestern gewesen wäre. Doch es muss noch etwas anderes geben, das ich übersehen oder dessen Bedeutung ich nicht erkannt habe. Forscht weiter. Lasst euch von eurer einzigartigen Sicht der Dinge führen. Oh, ich kann da weiter. Das ist hoffnungslos. Baron Montclair zwingt mich, Tränke zu mischen, von denen ich weiß, dass sie nichts bringen. Wenn er mir zuhören würde, könnte ich ihm genau zeigen, wie er seine Frau heilen und ihre Leiden beenden kann. Ich spreche von Wissen und uralter Magie. Ich spreche von den vergessenen Künsten der Aileiden selbst. Würdet ihr unserer Fürstin wirklich die Chance auf ein Heilmittel verweigern, woher es auch stammen mag? Ich besitze zufälligerweise ein Aileiden-Relikt oder zumindest ein Bruchstück davon. Doch der Baron hört nicht auf mich. Vor allem nicht, seitdem unsere Fürstin sich weigert, meine Hilfe anzunehmen. Wenn ich euch diesen Stein geben würde, würdet ihr ihn dann dem Baron zeigen? Er hört auf euch, mein Freund. Ich wusste, ich kann auf euch zählen, Verandis Rabenwach. Ohne eure Hilfe, mein Freund, hätte ich mich nie daran erinnert, dass Resaljul uns zum Aileiden-Relikt geführt hat. Was sie wohl sonst noch so alles vergessen haben. Verandis lebe hoch! Durch ihn hatte ich die Möglichkeit, meine wunderschöne Frau zu retten. Ja, auf unseren lieben Freund Verandis. Wie können wir das je wieder gut machen? Er ist fantastisch, nicht wahr? Und so attraktiv. Aber ich möchte auf diesen Wein hier anstoßen, bei den göttlichen, was für ein vorzüglicher Traum. In diesem Augenblick waren wir so glücklich. Wir waren alle zusammen, Freunde und Familie, und wir genossen die Gesellschaft. Zum letzten Mal. Könnte ich euch wohl kurz sprechen, Verandis? Allein? Ich erinnere mich nicht, mit Leila gesprochen zu haben. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Kümmert euch nicht um Villon. Er ist nur wütend, dass die Wirkung der Scherbe vergangen ist. Er weiß, dass ihr nicht wolltet, dass mir das passiert, Verandis.
Rizal Jul wusste die ganze Zeit von dem eileidischen Relikt. Er hat mich überzeugt, es Vilon zu geben. Warum habe ich mich nicht daran erinnert? Und diese Erinnerung. Ich erinnere mich an die Feier, die Trinksprüche. Aber dieser Moment, als ich mit Layla sprach, daran erinnere ich mich nicht. Wie ich mich jetzt erinnere, hat mir Rizal Jul das Bruchstück gegeben. Ein Teil eines Eileiden-Relikts. Ich habe es Montclair gezeigt und er wiederum hat es benutzt, um seine Frau zu heilen. Von einer Nacht auf die andere hatte sich Layla erholt und war wieder auf den Beinen. Es war wirklich fast wie ein Wunder. Nicht ganz. Es hat uns geholfen, aber ich weiß nicht mehr warum. Wir waren hier und feierten, dass Laylas Zustand sich besserte, als... Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich bin mir sicher, dass der Schlüssel in meinen Erinnerungen versteckt ist. Bitte, erforscht diesen Augenblick und seht nach, was ihr erfahren könnt. Jetzt wieder da nach hinten. Warum ist denn da ein zweiter? Hey, Bro! Verandis, ihr dürft nichts sagen. Bitte. Ich bin sicher, das wird vorbeigehen. Ich brauche nur den Stein. Noch eine Behandlung und es wird mir gut gehen. Nur ein kleiner Schwindel und etwas Unwohlsein. Es muss all diese Aufregung in letzter Zeit sein. Verandis, ich glaube, dieses steinerne Bruchstück ist nicht mächtig genug. Es hilft, aber seine Wirkung hält nicht an und jetzt fühle ich mich leer. Ich kann es nicht erklären. Nein, lasst ihn in Ruhe. Er ist gerade so glücklich. Ich ertrage es nicht, wenn er sich Sorgen macht. Wenn er neben dem Bett sitzt, ganz ohnmächtig, von Trauer übermannt, nicht schon wieder. Dieses steinerne Bruchstück... Es ist offenkundig Teil von etwas Größerem. Könnte das Heilmittel sein, nach dem wir suchen? Sprecht mit dem Argonier. Seht nach, was er herausgefunden hat. Wir brauchen das größere Relikt oder zumindest ein größeres Bruchstück. Ich frage nur ungern, aber ich muss euch um einen letzten Gefallen bitten. Für Vilon, für mich. Ich wusste, ich kann auf euch zählen, mein teurer Freund. Jetzt muss ich mich sammeln und zur Feier zurückkehren. Aber ich glaube, ich gehe heute früh zu Bett. Ich brauche sicher nur ein bisschen mehr Ruhe. So. Verandis, mein Freund. Ihr müsst euren Mündeln erlauben, ab und zu rauszugehen und Spaß zu haben. Die arme Gwendis hier hat viel Spaß, aber es scheint, als hätte sie vorher nie einen guten Wein probiert. Nehmt euch doch einen Stuhl und gesellt euch zu uns. Ach, nicht das schon wieder, Verandis. Und vor allem nicht jetzt. Wir feiern hier. Layla erholt sich langsam. Sie wird wieder gesund. Ich habe meine Frau zurück. Und das alles nur dank dieses bemerkenswerten Stück Steins, das ihr mir gegeben habt. Mein guter Verandis, es vergeht kein Tag, an dem ihr euch nicht über irgendetwas Sorgen macht. Das ist nun einmal eure Art. Und hört jetzt auf, solch düstere Fragen zu stellen. Und seid einfach nur dankbar dafür, dass uns dieses Relikt in die Hände fiel. Es hilft. Das ist alles, was zählt. Was spielt das für eine Rolle? Wenn ihr nicht gewesen wärt, dann hätte ich nie versucht, derlei Magie zu benutzen, um Layla zu heilen. Außerdem wird Rizal Jul für seine Dienste belohnt werden. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen. Er brachte mir immer nur Tinkturen und alchemistische Gebräue. Er hatte einen wilden Plan nach dem anderen, so ist es immer. Aber dank eurer raschen Auffassungsgabe haben wir die Macht des Steins genutzt. Doch jetzt feiern wir unseren Erfolg. Besser? Ja, aber sie ist noch nicht ganz geheilt. Es ist nur eine Frage der Zeit, da bin ich mir sicher. Doch sie kann wieder aus dem Bett aufstehen. Sie malt sogar wieder. Das hat sie seit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, seit sie das letzte Mal gemacht hat. Bald ist es wieder so, als wäre nie etwas gewesen. Tja, mein lieber Freund, da bin ich mir gar nicht so sicher. Faszinierend, nicht wahr? Dass so ein kleiner Felsen so viel Macht beinhalten kann? Spürt ihr es? Als ob es nach mir ruft, wie die Monde die Gezeiten anrufen. Stellt euch vor, wozu das Relikt, von dem er kommt, imstande ist. Der Baron hat mir nicht zugehört.
Wir brauchten jemanden, dem er noch mehr vertrauen würde, an den er noch mehr glaubte. Und dieser jemand seid ihr, Graf Verandis. Jetzt ist die Baronin auf dem Weg der Besserung und im Haus Montclair herrscht wieder zufriedenes Glück. Nun, das ist bedauerlich, aber es ist nur ein kleines Stück von einem größeren Relikt. Nicht wahr? Ich habe die Aileiden-Manuskripte studiert. Es gibt vielleicht noch mehr, was wir für die arme Baronin tun können. Ich habe den Stein im Besitz von König Ranseers königlicher Historikerin gefunden, als ich damals an Ranseers Hof diente. Sie hatte eine recht interessante Sammlung, einschließlich des Aileiden-Manuskripts, das ich übersetzt habe. Vielleicht könnt ihr meine Arbeit überprüfen? Die Manuskripte sind weggeschlossen, aber meine Notizen sind noch in der Bibliothek. Bei der Übersetzung fielen mir ein paar Begriffe auf. Leben, Tod, Klippe. Ich bin mir sicher, sie haben etwas zu bedeuten. Werft einmal einen Blick darauf und sagt mir, was ihr davon haltet. Vielleicht kann der Text uns zu dem mächtigeren Relikt führen. So, dann machen wir das natürlich. Mehr kein Tod, keine Seuche, keine Kanne. Haben Sie mich dieses Licht, die Sonne, das Feuer, nur das verbliebene Überbleibsel kann die Macht des Unbekannten. Eiledisches Wort in sich bewahren, es lebt, wie auch wir leben, es reagiert auf Gefühle. Oh, das könnt ihr euch durchlesen. Also erste Seite, zweite Seite, dritte Seite. Ach, da bist du. Jetzt erinnere ich mich. Die Übersetzung. Wir haben sie falsch verstanden. Wir haben angenommen, dass die Klippe ein mächtiges Heilartefakt enthält. Aber wir haben uns geirrt. Aber diese Gemeinschaft der Hügelseite, warum habe ich mir das nie näher angeschaut? Nicht genau. Noch nicht. Aber ich werde es herausfinden. In der Zwischenzeit gibt es noch mehr Erinnerungen, die ich euch bitten würde zu erkunden. Wir sind zur Unheilsklippe hinaufgestiegen. Und dort wurde dann alles anders. Ein gefährlicher Gipfel, der sich in den Bergen nördlich von hier erhebt. Er war schon immer ein heimgesuchter, verlassener Ort. Sucht nach allem, was mir entgangen sein könnte. Doch vor allem möchte ich, dass ihr seht, was mit Montclair geschah. Ich möchte, dass ihr versteht, warum er aufgehalten werden muss. So, was passiert jetzt? Die Unheilsklippe. Das zieht sich, das kann sogar ein ganzer Part werden, möglicherweise, wenn ihr Pech habt, sozusagen. So, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Wir hätten die Wache nicht zurücklassen sollen, Willow. Wer weiß, was uns sonst noch so alles begegnet. Uns blieb keine Wahl, Mutter. Dir geht es immer schlechter und wir konnten nicht auf sie warten. Ich bleibe hier und beschütze den Rückweg. Halte Ausschau für den Fall, dass die Wachen zu uns aufschließen. Ihr anderen müsst weitergehen. Danke, Gwendis. Zumindest ihr habt noch Ehre in euch. Willow, du musst aufhören, Verandis die Schuld zu geben. Das war nicht sein Fehler. Dann gehen wir natürlich rein. Oblivion. Aileidische Skelette und tote Geister? Spielt keine Rolle. Nichts wird uns aufhalten. Heilung.
Heilige Scheiße. Warum habe ich denn meine eigenen Tränke hier? So geil, eigentlich dachte ich jetzt kann ich mal euch einen Zauberstab zeigen oder so, aber nein. So vernichtet. Aua. So besiegt die uralten Krieger. Aua. Okay, viele gibt es nicht mehr. Du noch. Geh weg. Oh. Und vernichtet. Komm schon. Mutter hält nicht mehr lange durch. Was ist mit dir? Lebendigen Knochen. Warum wollen sie uns vor dem Relikt fernhalten? Denkt ihr, dass es die Überreste der Aileiden sind, die einst hier lebten? Nun, sie werden mich nicht aufhalten. Unerheblich, was ihre Gründe sind. Meine Sache ist wichtiger. Ich war mir in meinem ganzen Leben einer Sache noch nie so sicher, Verandis. Ich würde alles aufs Spiel setzen und alles opfern, um die Frau zu retten, die ich liebe. Eine Schande, dass man das nicht von uns allen behaupten kann. Ihr habt getan, was Layla wollte? Was ist mit dem, was ich wollte? Ich habe euch auch um etwas gebeten und ihr habt es abgelehnt. Nun, die Zeit des Bittens und Bettelns ist vorbei. Ab jetzt werden wir genau das tun, was ich sage. Und wir werden meine Frau retten, ob nun mit oder ohne eure Hilfe. Bedauern hilft uns hier nicht weiter. Wir müssen das aileidische Relikt finden. Das ist alles, was im Augenblick zählt. Aber vergiss nicht, uns gehen die Möglichkeiten aus. Das ist unsere letzte Chance, um Layla zu retten. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr sie verspielt, Vampir. Ich will das doch auch nicht. Junge. Genau, laufen wir weiter. Was für ein herrliches Gebäude. Das Relikt in diesem Monolithen muss wahrlich mächtig sein. Na, wahrscheinlich ist da noch ein fetter Endboss. Ich habe Angst. Wusste ich's doch, dass das kommen wird. So. Wenigstens diese Knochenviecher sind zerstört. Oder die meisten. Ich komme dann nicht aus dem Weg, ey, wenn die mir im Weg stehen. Beeile dich, Layla. Vertrau mir. Bald bist du geheilt. Und dann können wir diesen schrecklichen Vorfall hinter uns lassen. Liegt da noch was? Nope. Es geht ja noch weiter, ey. Sehr heftig. Wie weit geht's denn hier noch rauf? Das Relikt wartet hinter dieser Tür.
Okay, betretet die Reliktkammer. Bei den Acht könnt ihr die Kraft des Relikts spüren, Verandis. Genug von eurem ständigen Gewinsel, Verandis. Seid ihr ein Vampir oder ein Küchenmädchen? Das ist genau das, wonach wir gesucht haben. Das habt ihr selbst zu mir gesagt. Der Aileiden-Text sprach von einem Latta, einem Licht. Das hier ist es. Das hier wird leider heilen. Es gibt viele Taten der Aileiden, die uns heute unerklärlich erscheinen. Sie waren ein seltsames Volk. Doch das wird uns nicht aufhalten. Ihr könnt ja beiseite treten und nur zuschauen. Aber wir werden meine Frau retten. Ich würde mein Leben, selbst meine Seele dafür geben, meiner teuren Layla zu helfen. Und nun lasst uns anfangen. Dann mach das Fürchte einfach dich, mal. Meine liebste Layla, bald schon wird das Licht deinen Schmerz hinwegwaschen. Das wird funktionieren, Baron. Die Macht dieses uralten aileidischen Überbleibsels, sie ist beinahe überwältigt. Das wird schon wieder, Mutter. Halt einfach durch. Das Überbleibsel wird dir helfen, meine Liebe. Es wird dir gehen wie neugeboren. Da passiert etwas. Ich spüre die Macht. Wieder Oblivion-Zeichen. Milon, ich habe ein ganz seltsames Gefühl. Verandis, wir brauchen euch. Wir brauchen eure Macht. Schnell, berührt das Relikt und helft uns. Okay. Nein, Verandis, was habt ihr leider angetan? Was habt ihr getan? Ja, wir werden ihr bezahlen, Vampir. Ich habe jetzt das Sagen. Nichts kann mir verhindern, dass ich einfach die Hand ausstrecke und euch den Hals. Montclair, nein. Kommt schon, Verandis, wir müssen von hier verschwinden. Ja, dann hauen wir ab. So, okay. Wir haben doch nur ihr Leiden beendet. Aber jetzt verstehe ich, warum der Baron da so gegen Verandis ist. Der ist einfach wahnsinnig vor Liebe. Wollte er seine Frau retten. Und natürlich, Verandis hat das nicht böse gemeint. Aber er, der Mann, der hat nicht gesehen, dass seine Frau leidet. Und jetzt ist er halt böse. Wo bin ich? Ach, okay. Bemerkenswert. Was für ein seltsames Gefühl neuer und alter Erinnerungen. Ich glaube, dass Resaljul diese Momente irgendwie aus meiner Erinnerung gestrichen hat. Aber ihr wart in der Lage, sie wiederherzustellen. Und jetzt versteht ihr, womit wir es zu tun haben. Die Verwirrung ist verständlich. Irgendwie hat sich die Macht des Relikts verändert, als ich mich dem Ritual angeschlossen habe. Ich habe Layla in ein Monster verwandelt. Musste sie töten. Und Montclair und die anderen, sie wurden zu Vampiren, die von der Macht des Relikts erfüllt waren. Dafür muss ich Gwendis danken. Sie hat mich dort herausgezogen, ehe Montclair und die anderen sich wieder berappelt hatten. Jetzt behauptet Montclair, dass er allem Tod und Leiden ein Ende bereiten möchte, dass er den Thron von Ranzer zurückerobern will. Und das ist alles meine Schuld. Der Aileiden-Text bezog sich auf einen Außenposten in den Hügeln. Ich muss herausfinden, wo er liegt. Es könnte sein, dass wir an diesem versteckten Ort die Antwort darauf finden, wie man Montclair besiegt. Doch eins nach dem anderen. Ihr müsst euch erst um eine dringendere Angelegenheit kümmern. Jetzt weiß ich, wie diese elende Sache begann. Und ihr wisst, wie ich, zu meiner großen Schande, Baron Montclair dabei geholfen habe, das lichtlose Überbleibsel zu erreichen.
Aber jetzt zu dringenderen Angelegenheiten. Ich weiß, wo man Resaljul finden kann. Nicht so schnell, mein enthusiastischer Freund. Meine Agenten haben erfahren, dass Resaljul im Westen zugeschlagen hat und noch in der Gegend ist. Hauptmann Janev, die jüngere Schwester der Gräfin Tamrid, hat ein Lager für Vertriebene und Flüchtlinge errichtet. Sie muss gewarnt werden. Ich hatte gehofft, dass ihr das anbieten würdet. Meine Instinkte sagen mir, dass Resaljul die Flüchtlinge absichtlich überleben ließ. Das ist eine Falle. Es muss eine sein. Findet das Lager und erzählt dem Hauptmann, was ich erfahren habe. Dann helft ihr, diese Bedrohung ein für alle Mal zu beenden. So, und das machen wir dann beim nächsten Mal wieder. Ich sag danke fürs Zusehen nach dieser Story, euer Partian LP. Tschüss, Leute.